Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ja, das war's. Und ja, heute zählen wir diesen kleinen pinken Dodo. Ach Leute, ist der nicht süß? Ne? Halt's Maul. Ey. Und ja, zur Demonstration nehmen wir die Betäubungspfeile. Oh fuck, ich hab Angst, dass ich den töte. Verkraftet der einen Betäubungsfall? Ich will halt den pinken Dodo, ne? Leute, ich riskier's nicht. Und der wird fett auf Angriffsschaden gelevelt, Leute. Und der hat auch schon einen Namen. Ja, okay, und er liegt. Bruh. Was? Warum stirbt der denn? Och Mann, der war perfekt. Och komm. Als ob. Wie viel Scheiß Schaden macht denn so eine Steinschleuder? Naja. Die andere Sache ist, wir haben jetzt einen Namen für unseren Triceratops. Und ja. So Leute, da sind wir zurück. Das ist der Name. Ja. Mich mag doch eh keiner. Von Kassettenrekord. Ja, oh. Sie mag eh keiner. Okay, dann komm mal mit, mich mag eh keiner. Denn Leute, ich dachte mir, heute machen wir vielleicht mal eine kleine Fight-Folge. Insofern hole ich mir unsere beiden unsere beiden Raufbolde und dann gehen wir mal mit allen dreien so ein bisschen fighten und ich hole euch dann wieder aus dem Cut zurück, wenn es soweit ist. Bis gleich. So, Leute, unsere Armee ist jetzt auch versammelt, also unsere Trieze, die beiden Dilophosaurier. Und ja, dann gehen wir die doch mal ein bisschen mit denen kämpfen. Und ja, mal gucken, was wir so erbeuten werden. Wir müssen natürlich auch aufpassen, aber für unseren Trieze, mich mag doch eh keiner. Sollte das doch kein Problem sein, weil wenn er stirbt, ihn mag ja eh keiner. Okay, nein, er war traurig. Nein, es tut mir leid. Da vorne ist eine Schildkröte, Leute, unser erstes großes Opfer. Das Blöde ist, es kann jetzt. Okay, sie schwimmt wieder weg, der halt nicht. Es kann jetzt natürlich sein, dass die Dinosaurier blöderweise sterben. Aber das ist natürlich das Risiko. Leute, ich habe unser erstes Opfer gefunden. Einen kleinen, wehrlosen Dodo, die wahrscheinlich. Greif mein Ziel an. So, ja, jetzt RIP Dodo. Ja, das war's. Leute, ich hätte eine Challenge. Oh, packen die den hier? Also, mich mag doch eh keiner, packt ihn. Aber die anderen? Ich bin mir halt nicht sicher. Welches Level ist er? Level 7. Okay, rauskommt tut er hier eh nicht. Fuck. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Hilfe! Freunde! Wenn ich ihn jetzt angreife, dann greifen ihn alle an. Ja. Oh, Leute, ich will nicht, dass eine Lilacraft und Merlincraft sterben. Leute, wir riskieren es jetzt. No risk, no fun. Jetzt wird's ernst. Leute, nein. Toro, greif ihn doch an, Trieze. Oh Gott. Oh Gott. Oh, sie überleben das. Oh, ich hatte gerade Angst. Weil, Alter. Weil die beiden sind halt nicht mitgekommen. Habt ihr überhaupt Schaden bekommen? Ja, okay, es geht. Ein bisschen. Und er? Oh, schon die Hälfte, Leute. Also so ungefährlich war das jetzt nicht.
Ich meine, es ist halt schon so, dass man ein bisschen Abenteuer will, aber ich fände es halt scheiße, wenn Dino sterben, wenn wir noch nicht so viele haben. Mich mag doch eh keiner. Stimmt. Oh, da hinten, Leute, ich sehe eine Schildkröte. Die wird unser nächstes Opfer sein. Obwohl, vielleicht würde ich die Level ganz gerne vorher nochmal sehen, weil Schildkröten tanken am meisten im Spiel. Na, Level 2, das wird lustig. RIP, kleine Schildkröte. Wir hatten dich gern, aber jetzt ist es Zeit, dem Stärkeren den Platz zu machen. Ja, Leute, ich sehe schon kommen. Gleich kommt hier irgendwas Krasses und zerstört uns, ein Raptorenrudel oder so. Na, war es das mit uns? Aber mal komplett. Oh Gott. Aber ihr seht schon, Schildis tanken. Tanken ordentlich. Zum Glück geht sie auf den Trieze. Mich mag doch eh keiner. Ah, super gemacht. Ah, seine Leben gehen voll. Wo sind die beiden? Die sind auch schon fast wieder voll regeneriert. Und ihr seht auch schon, die Ausdauer bei ihm hier ist wieder voll. Und bei ihm auch. Aber wenn die Ausdauer leer ist, dann können die Dinosaurier einen nicht angreifen. Oh Leute, ich habe ein neues Opfer. Stirb! Trieze räumt auf. So, da haben wir doch unser nächstes Opfer. Ich muss nochmal durchgucken, weil ich suche zurzeit auch einen coolen Dodo, den wir zähmen könnten. Dodo Level 20. Naja. Cool sieht er jetzt nicht aus, aber wir könnten ihn ja anmalen. Insofern. Vielleicht. Muss ich mir überlegen. Ich weiß ja, worum läuft. Aber für seinen Kumpel war es das leider. Ach ja. Nicht greif dieses Ziel an. Greife mein Ziel an. So. So, Leute. Dann würde ich sagen, ist der Para auch erledigt? Ich mach mal dieses Ziel angreifen. Ja, mal gucken, wie viele Schläge. Wegrennen wollte er jetzt auch nicht so wirklich. Ja, so geht es natürlich auch. Habe ich kein Problem mit. Aber Dinosaurier sind hier nicht so viele. Also bin ich auch ganz froh, dass hier nicht so die krassesten Fleischfresser rumlaufen. Oh, da haben wir sogar noch vielleicht einen kleinen Gegner. Ist das sowas richtig Fettes? Ach so, oh nee. LOL! Habt ihr es gerade gesehen? Hier, unter mir! Das ist eine Höhle! Unter mir ist einfach eine Höhle! Leute! Hä? Ach so. Die scheiß Möwe. Dann verpiss dich mal bitte. Passiv. So Leute, und zum Abschied dachte ich mir, zähmen wir jetzt doch nochmal diesen Dodo. Wir werden ihn dann vielleicht, wenn er Killer ist, nochmal anmalen. Aber jetzt ist er erstmal nur Dodo of Doom. Pow! Wie viel Scheißschaden macht die Stein? Wie viel Schaden macht die Steinschleuder? Alter, sie one-hittet ein Dodo Level 20? Was? Ich hätte ihm keinen Headshot geben sollen, aber. Warte. Okay. Wartet. Wartet. Inventory. Gut, er hat 330 Leben. Gebe ihm einen Headshot. Ja, 316. Das sind keine 40 Leben. Oder er hat einfach fucking fette Resistenz. Lol, als ob. Naja, egal. So, Leute, ich bin kurz nach der Folge doch nochmal zurück, weil, Leute, ich habe einen neuen Dodo.
Und ja, ich finde, der sieht ziemlich cool aus, wenn würde er nicht so viel meckern. Und jetzt stelle ich erstmal alle anderen auf neutral. Hol mir meine Hände raus, weil ich will jetzt nichts riskieren. Schlag ihn einmal. Schlag ihn ein zweites Mal. Und da ist er bewusstlos. Ja, der hat ein bisschen mehr als der alte, den wir zählen wollten. Und pack ihn einfach mal gleich mal ein paar Beeren ins Inventory. Wartet mal kurz. Ich hole welche. Ist das schön. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Dodo. Ja, der muss auch einmal essen, Leute. Dann ist er auch schon gezähmt. Also das dauert nicht lange, bis man so einen kleinen Dodo gezähmt hat. Und ja, ich finde, der ist ganz süß eigentlich. Da ist er. So, Leute. Dodo of Doom ist auch geboren. An der Stelle. Ja, Dodo of Doom. Also ein Typ aus meiner Schule, der regelmäßig immer mal wieder so in meine Videos reinschnuppert. Der, ja, hat sich diesen Namen überlegt und ich habe mir überlegt, ich werde diesen Dodo einfach, man kann Dodos übrigens aufheben, komm mal mit. Das sieht so lustig aus. Oh Mann, die sind eigentlich voll fett. Guck mal, wie fett die eigentlich sind. Das ist voll krank. Aber die sehen halt gar nicht so fett aus. Wenn man sie so sieht, aber sie sind voll fett. Naja, egal. Ja, wir werden diesen Dodo auf Angriffsschaden leveln. Und er kann von mir aus gleich mal seinen ersten Kill machen. So, der Junge wird den hier jetzt hoffentlich töten. Leute, das Duell. Kill ihn! Ja, super, weiter so. Dodo of Doom. Ich glaube an dich. Du packst das. Ey, Leute, er ist richtig aggressiv. Guckt ihn euch an. Ein roter Schnabel. Ey, du Feigling. Super. Er hat es tatsächlich gepackt. So, ich schmeiß ihn mal weg, weil ich will ihn nicht verletzen. So. Super gemacht. Der kleine Fratz hier. Ne? Ey, Leute, das wird eine Killermaschine. Ich sag's euch. Ja, das war's mit dem kleinen Video, Leute. Oh Mann, da haben wir doch noch unser Dodo. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.